Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News Chapter 2 Season 1 ist da! So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, ich muss es ganz ehrlich sagen, die geilste Season seit langem. Ich bin richtig, richtig happy, dass sie jetzt die Kurve gekriegt haben nach dieser missratenen Season 10, Season X. Jetzt Chapter 2, Season 1, mega geil. Wir haben hier neu einen Emote und wir haben neu die Angelmeisterin. Und der Zero ist eigentlich ja auch neu, wenn man so will. Das Teil hier im 0.0 Punkt. Habe ich auf jeden Fall mal ein Gameplay-Video dazu. Ist jetzt oben verlinkt, dann auch in der rechten Ecke. Wir fangen aber mal an mit dem Schattenboxer. Mega cooles Teil. Kriegt von mir 8 von 9, 9 von 10 sogar. Den habe ich mir sogar selber geholt hier. Also, und das Teil hat hier ein Voting von 3,3 von 5 bei 10 Votes am 9. März 2019 saß mal drin gewesen. Viermal Elf Reminders, letztes Mal im Shop vor 173 Tagen am 26. April, Leute. Jawohl. Und dann geht's weiter hier mit diesem Hacktraining. Exercise für 500 V-Bucks. Ich finde das Ding pottenhässlich. Und no, I don't like that. I don't like that. Ding kriegt von mir nur 4 von 10. Hat hier ein Voting von 3,07 von 5 bei 14 Votes am 12. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. 5 mal Elf Reminders. Letztes Mal im Shop vor 264 Tagen am 25. Januar 2019. Dann haben wir den Reef Ranger. Der passt natürlich perfekt jetzt momentan zu der neuen Season. Das erste Mal, dass dieser Skin meiner Meinung nach Sinn macht für 15 V-Bucks. Da kriegt das Ding das erste Mal von mir jetzt tatsächlich 7 von 10. Also wenn der jetzt hier keinen Sinn macht, komm, machen wir sogar 8 von 10. Ja, ihr wisst ja, inzwischen könnt ihr auch schwimmen. Mega cool. Und das Teil hat hier ein Voting von 3,11 von 5 bei 35 Votes am 27. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem. 33 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 204 Tagen am 26. März 2019. Nur so alte Sachen hier. What's up, man? Klappe die 14. für 14. Ach, Quatsch. Klappe die 14. für 200 V-Bucks. Oh, der Teil kriegt von mir 6, 7 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,17 von 5 bei 6 Votes am 26. Mai 2018. Das erste Mal drin gewesen. 5 Mal. 10 Reminders. Holy Macaroni. Das letzte Mal im Shop vor 358 Tagen am 23. Oktober 2018. Fast ein ganzes Jahr her. Was ist denn hier los? What is going on here? What is going on? So. Dann sind wir bei dem Wurfscheibenwirbel. Liefere eine gute Show ab für 500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Finde ich echt cool. Disc Spinner hat hier ein Voting von 5 von 5 bei einem Vote. Jo. Dann haben wir die Das sieht aus wie Peggy Bundy. Leute, die das noch kennen, eine schrecklich nette Familie. Peggy Bundy in einem Aerobic-Kostüm. Sieht hier schrecklich aus. Für das Bandex-Truppe. Für 1500 V-Bucks. Mega putten hässlich das Teil. Die 80s are back, man. Die 80s are back. Das Ding hier kriegt von mir schreckliche 3 von 10. Hat hier ein Voting von 3,08 von 5 bei 72 Votes am 12. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. 6 mal 27 Reminders. Letztes Mal im Shop auch vor 278 Tagen am 11. Januar 2019. Was ist hier los? Dann haben wir den Sumpfmann. Der nächste Ugly Skin. Aber hier mit diesen neuen Styles und auch jetzt mit dem Wasser finde ich den relativ cool, muss ich sagen. Und ab sofort kriegt der Sumpfmann von mir, da es ja jetzt auch das Wasser gibt, also in dem man schwimmen kann, 10 von 10,
4 Styles hat das Teil. Und ja, Mut zur Hässlichkeit, sage ich dazu nur. So, das ist der Moisty Merman und er hat 2,91 von 5 bei 124 Votes am 25. Mai 2018. Das erste Mal drin gewesen, 9-mal. 62 Remind, das ist jetzt im Shop vor 32 Tagen. So, und dann haben wir hier die schweren Haken. Mega, mega fresh sehen die aus. Richtig, richtig cool. Die Teile gingen von mir auf jeden Fall 9 von 10 für 800 V-Bucks. Aber 800 V-Bucks ist schon relativ happig für dieses Erntewerkzeug. Trotzdem cool. Hat bis jetzt noch kein Voting. Dann haben wir als nächstes die Angelmeisterin. Hier mit zwei verschiedenen Styles. Einmal in Gelb-Schwarz. Mit so einem kleinen Armee-Fleck da drunter. Da hier oben sind die Pump-Ammo, die Shot-Ammo. Da ein Handy. Also das ist ein alter Knochen, mein Lieber. Das ist ein alter Knochen hier. Was du da an der Seite hängst. So sahen die früher mal bei uns aus, die Dinge. Hätte es jemand mit totschlagen können. So, hier. Ja, ich finde, die sieht eigentlich ganz cool aus. Die Lady kriegt von mir. Na, gucken wir uns so den zweiten Style an. Moment, den habe ich schon gerade. Oh. Ich finde, die sieht echt nice aus. Die kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10, die Angelmeisterin. So, Outcast hat ja ein Voting von 5 von 5 bei einem Boot. So, dann sind wir. Das hier ist übrigens das Backpack da hinten. Da sind diese Angelhaken mit dran. Habt ihr eigentlich schon geangelt? Ich find's cool. So, dann haben wir hier den Nullpunkt. Gut, das ist ja... Boah. Kennen wir ja schon alles hier. Für 500 V-Bucks das Teil. Kriegt von mir, sieht aber schon geil aus, ne? Würde mich aber total fuchsig machen, das Ding hier. Kriegt trotzdem von mir 9 von 10. Das ist der Zero Point. Hat ja ein Voting von 4,6 von 5 bei 5 Votes am 15. Oktober. Ja, gestern das erste Mal im Shop gewesen. So, und jetzt hier. Da ist er. Der Zero. Dazu habe ich auch ein Gameplay. Sieht dieses Teil nicht einfach nur mega fett geil aus? Guckt es euch an. Das Ding ist der Oberknaller. Hier hinten auch dieses Backpack hat er auch in dem Gameplay mit an. Mega geiles Gameplay. Leute, schaut es euch einfach an. Oben rechts in der Ecke verlinkt. Das Ding kann ja nur eine Note von mir bekommen. Eine klassische 10 von 10. Und da haben wir ein aktuelles Voting von 4,54 von 5 bei 13 Votes. 10 Reminders. Jo Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat... Nein, halt, stopp Leute. Ich muss ja noch eine Bewertung für den Shop abgeben. So. Ja, also ich muss sagen, auf der rechten Seite bin ich jetzt nicht wirklich so ganz zufrieden. Auf der linken Seite finde ich alles ziemlich cool. Normalerweise müsste es auf ein It's May hinauslaufen. Das Ding kriegt aber von mir, weil ich finde den Nullpunkt, also beziehungsweise diesen Zero, ziemlich geil. Kriegt von mir ein Love It. Das erste Love It seit langem. Ja, jetzt aber. Abmod, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich.